ihr Lieben da draußen. Schön, dass ihr wieder da seid. Sage ich das eigentlich immer? Schön, dass ihr wieder da seid? Nee, ne? Ja, ich mach nochmal. Nein. Hallo ihr Lieben da draußen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ihr seht schon an der Überschrift. Voll der dumme Anfang. Hallo ihr Lieben da draußen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich war shoppen. Ich war bei Primark, bei H&M, bei Neo, also Adidas. Dann habe ich mir ein paar Schuhe gekauft bei Reno, glaube ich. Und bei Lush habe ich auch so ein bisschen was eingekauft. Und wenn ihr wissen wollt, was ich gekauft habe, dann bleibt am besten dran. So, also ich habe mir gedacht, wir fangen direkt mit den Primark-Sachen an, weil ich glaube, das interessiert die meisten von euch. Und es ist auch das meiste, was ich eigentlich eingekauft habe. Das andere ist eigentlich so ein bisschen weniger. Und ich bin ehrlich, ich habe gar nicht so viel bei Primark gefunden. Ja, aber schaut einfach selber. Also fangen wir mal mit dem ersten Teil an. Und zwar habe ich mir Bettwäsche gekauft in der Home-Abteilung. Und zwar sieht die so aus. Ich zeige euch die gleich noch mal ein bisschen näher. Die Maße sind 2 x 2 Meter, also die Decke, und die Kissenbezüge sind 74 x 48. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das nicht passt, dass die Kissenbezüge bei uns größer sind, aber ich habe auch noch nicht nachgemessen. Aber ich dachte mir, für 16 Euro kann man es ja einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, ich finde das Muster echt schön. Markus wird mich für das Rosa so ein bisschen töten, aber genau, ich habe neulich bei H&M nämlich eine bestellt, glaube ich, für 40 oder für 30. Und ich dachte, für 16 kann man es ja mal versuchen. Habt ihr schon mal Bettwäsche bei Primark gekauft? Also ich noch nie. Machen wir gleich weiter. Ich habe dieses süße T-Shirt hier gekauft. Soll ich eigentlich mal ein bisschen so zur Seite rutschen, damit ich das hier so einblenden kann dann? So. Also, ich habe dieses süße T-Shirt hier gekauft. Das hier. Das ist Axel, so ein Axel-Shirt. Und da sind Schwalben drauf. Und das habe ich in einer Größe 36 gekauft. Und ich kann mir das gut vorstellen, zu einer Jeans oder so kann ich das ganz gut tragen, wenn es ein bisschen wärmer ist. Also, so grundsätzlich bin ich eigentlich nicht so der Fan von ärmellosen Sachen, aber ich dachte, wenn es ein bisschen wärmer wird draußen, dann kann man sowas ganz gut gebrauchen. Und das war so das Einzige, was mich jetzt sofort angesprochen hat. Das war auch das allererste, was in meiner Tüte gelandet ist. Übrigens gibt es jetzt so neue Einkaufswegelchen bei Primark. Habt ihr die schon gesehen? Die kannte ich noch gar nicht. Dann machen wir direkt weiter mit einem zweiten T-Shirt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles gekauft habe. Dieses hier, das habe ich auch in einer S gekauft, also in einer 36. Ist aber so ein bisschen Oversize-mäßig, glaube ich. Also es sieht ziemlich groß aus. Und ich finde die Ärmel hier eigentlich ziemlich niedlich. Ist mal was anderes. Und ich dachte so für einfach so mal locker flockig. Ja. Einfach so mal so zum Drüberziehen, glaube ich, fand ich das ganz gut. So für die Arbeit oder sowas. Ach so, und hat gekostet 5 Euro. Und das andere hat auch 5 Euro gekostet. Dann habe ich mir eine Jogginghose gekauft für zu Hause. Weil ich habe nur eine einzige Jogginghose und die ist echt richtig ausgefleddert schon. Aber die war auch mal von Primark. Und jetzt habe ich mir, das ist auch eine 36, einfach nur diese Jogginghose gekauft. Ja, einfach nur für zu Hause. Das sind so die typischen Sachen, die man bei Primark kauft, wenn man nicht weiß, was man kaufen soll, finde ich. Und Leute, ihr werdet es nicht glauben, das war schon wieder fast, weil ich habe ansonsten noch zweimal, ach so, die Jogginghose hat gekostet, jetzt haltet euch fest, ich habe mich in den Ruin gestürzt für euch. Die hat nämlich gar nichts gekostet. Das Schild ist weg. Ah ne, hier, 8 Euro. Weil dann habe ich mir noch zweimal Shape Me 80D Strumpfhosen gekauft. Ich habe keine Ahnung, inwiefern die mich shapen. Und, ach so, genau, das ist nur für Waist Shaper Tie. Ihr seht, mein Englisch ist super. Und hier ist Shape Me Bum and Thumb Shaper Tie. Tight. 100 den.
Also einmal 80 und einmal 100. Ich habe keine Ahnung. Ich stehe da eh immer davor und denke mir so, was? Ich ziehe die mal an. Also hier ist auf jeden Fall... Ey, bei Strumpfhosen weiß ich immer nie, seitdem es nicht mehr gibt. Oh, guck mal, hier ist hinten. Da ist ein M für hinten. M für hinten? Sagt man nicht ein H für hinten? Oder Bag oder so? Naja, auf jeden Fall... Oh Gott, die hat aber kurze Beine. Seht ihr das? Auf jeden Fall ist hier so eine Applikation. Ach, keine Ahnung. Die zeige ich euch natürlich nicht angezogen, ne? Ist ja ganz klar. Also haben wir einmal die, das ist diese Ganzkörper und hier ist nur für die Taille oder so. Ich habe gar keine Ahnung. Die hat ungefähr genauso lange Beine. Und aber die hat echt ein Schild hinten. Das finde ich echt super, weil ich finde diese ganzen neuen modischen, wie sagt man, Leggings und alles, da weiß man immer gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Früher gab es richtig klassisch vorne ein Strich, hinten zwei Striche. Aber naja, die haben auch immer so gezwickt am Arsch, ne? Und dann habe ich noch für meine kleine Frieda eine kleine kurze Hose gekauft, die ich echt niedlich finde, obwohl ich sie jetzt, wenn ich sie so sehe, ziemlich groß finde. 5 Euro und 18 bis 24 Monate. Naja, ich werde sie ist zu groß. Ich verguck mich da immer. Achso, und die Leggings haben gekostet jeweils 5 Euro. Also mein Einkauf hat eigentlich fast nur 5 Euro gekostet. Also jedes Teil. Außer die Bettwäsche, die war ein bisschen teurer. Dann machen wir mal weiter. Weil ich nämlich jetzt vorhabe, ein bisschen Sport zu machen. Deswegen habe ich mir eigentlich auch diese Shorts hier geholt. Aber die ist, glaube ich, eher so für zu Hause. Weil ich habe mir nämlich noch bei H&M eine Sporthose gekauft. Die sieht nämlich so aus. Da. Die hat hier so ein breites Bündchen. Und ja, und ist halt so schön abgesetzt. Sie hat 20 Euro gekostet, also 19,99. Die habe ich mir auch in der Größe S gekauft. Und ist so eine Shape-Taille. Shape Waist, genau, dass das halt nicht so einschneidet, weil das finde ich richtig scheiße, richtig schlimm, wenn es macht, wenn es das macht. So, genau, das war das Einzige, was ich mir bei H&M gekauft habe. Und danach bin ich nämlich bei, das ist gut, also ich zeige euch nämlich genau die Reihenfolge, wie ich einkaufen war, weil nachdem ich bei Primark und bei H&M war, bin ich nochmal bei dem Adidas Store vorbei und habe mir eine Leggings gekauft. Auch in der Hoffnung, dass ich die vielleicht zum Sport anziehen kann. Also ich habe die Verkäuferin gefragt, die meinte, die zieht die auch immer zum Sport an. Aber dass sie wohl kleiner, größer ausfallen, deswegen musste ich eine XS nehmen. Deswegen, also so klein sieht die jetzt gar nicht aus, dafür, dass es eine XS ist. Und ich habe bezahlt 15 Euro. Und die ist hier unten pink mit einem Schriftzug versehen. Und ja, die, also entweder ziehe ich die zum Sport an oder die hier, die von H&M. Ich weiß es noch nicht so richtig. Ich habe sie alles noch nicht angehabt. Ich probiere ja wirklich ganz selten was, wenn ich was kaufe. Aber ihr habt ja jetzt schon in den Videos gesehen, in den Einblendungen, ob sie gut aussieht oder nicht. Dann habe ich vor knapp einer Woche ungefähr, war ich bei Reno gewesen und habe mir diese Schuhe gekauft. Die hier. Die waren ursprünglich auf 69, wie sagt man das, ausgeschrieben, etikettiert, auf 69 und hätte ich nie im Leben dafür bezahlt. Aber dann waren da so eine Aktion und Aktion und Aktion, ganz viele Aktionen, sodass ich im Endeffekt nur noch 22 Euro bezahlt habe. Und ich finde, für 22 Euro machen die auf jeden Fall was her, tragen sich unheimlich gut und ich mag diese goldenen Applikationen total gerne, weil es sind auf jeden Fall Boots, die man tagtäglich tragen kann, einfach mit einer reingesteckten Hose. Nur mit Leggings zum Beispiel finde ich den Schaft zu weit für mich, weil dann sieht es so schlackermäßig aus und das finde ich nicht mehr so schön. Mit Jeans finde ich es aber dennoch sehr schön, wenn die so reingesteckt ist. Und dann haben wir es fast geschafft, weil dann konnte ich nämlich nur noch an Lush einmal vorbeigehen. Und ich dachte mir, wenn ich schon mal in Geld ausgeben Laune bin, was ich wirklich nicht oft bin,
gehe ich einfach nochmal vorbei und gehe da einkaufen. Also ursprünglich, mein Plan war eigentlich, ein Lippenpeeling mir zu kaufen. Und das habe ich auch. Und zwar habe ich mir Bubblegum, also Peeling für die Lippen, dieses heißt Bubblegum. Süß wie Zuckerwatte. Also ich hatte die Wahl zwischen irgendwas mit Minze und irgendwas mit Honig und ich habe mich dann aber dafür entschieden. Das sieht schon echt krass aus in der Kamera, ne? Ich zeige euch das mal nochmal vom Nahen. Und das ist einfach nur Zucker, den du der auf deine Lippen machst. Und das Gute ist, ich kann es danach einfach ablutschen. Also man macht das Gröbste dann ab und dann steht hier sogar drauf. Warte, hier. Piele und poliere hiermit deine Lippen geschmeidig. Lecke dir den Rest ab und trage deinen Lieblingsbalm auf. Alles klar. So, das ist das eine. Also das riecht halt echt richtig nach Zuckerwatte. Also richtig süß. Und das Gute finde ich an Lush einfach, dass ich weiß, wenn ich das zum Beispiel jetzt bei DM oder sowas gekauft hätte oder von, keine Ahnung, es gibt ja 10 Millionen Arten, keine Ahnung davon, dann riecht es nicht, das riecht künstlich und das riecht nach Chemie. Das wackelt voll. Und ich weiß aber hier zum Beispiel, dass es einfach vegan ist. Also es ist einfach cool. Und ich kann es mit ruhigem Gewissen auf meine Lippen auftragen und kann diesen Geruch auch genießen, ohne dass ich Angst haben muss oder beziehungsweise, dass ich das Gefühl hätte, es wäre Chemie, was ich da rieche, sowas Künstliches. Und dann machen wir mal damit weiter. Ich habe mir eine Badekugel, ich weiß nicht, ob man das trotzdem noch Badekugel nennt, wenn es gar keine Kugel ist, gekauft. Und zwar habe ich, ich weiß nicht, wie heißt denn das? Hier steht jetzt Pop in the Bath. Schaumbad für 1 bis 2 Anwendungen, egal welche Farbe du wählst, der Duft ist natürlich immer derselbe. Unser herrlicher mediterraner Bergamotte-Mandarinen-Mix, den wir auch im The Olive Branch Duschgel verwenden. Ins einlaufende Badewasser einkrümeln und trocken lagern. Also die kann man 2-mal benutzen. Hier, ich habe es noch nicht aufgemacht. Ne? Ich lasse mich da auch immer bequatschen und die Verkäufer sind immer so nett. Und die wissen auch immer so gut Bescheid. Und irgendwie kaufe ich da immer viel mehr, als ich eigentlich wollte. Aber ich bin immer happy eigentlich danach. Na, jetzt geht die Tüte hier nie auf. So. Da ist sie. Klein, aber fein. Und lässt sich, wie gesagt, 2-mal benutzen. Und das hat einen sehr angenehmen Geruch. Also ich bin gespannt, wie es in der Badewanne nachher riecht. Also so gefällt es mir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Sonst hätte ich es ja nicht gekauft, ist ja klar, ne? Und dann habe ich hier, das habe ich eigentlich direkt, als ich reingekommen bin, einmal probiert und der Geruch ging mir einfach überhaupt nicht mehr aus der Nase, habe ich mir einmal, ich bin so schlecht in irgendwelchen Wörtern, Lemony Flitter gekauft. Und zwar ist es eine Hand- und Nagelhaut-Butter. Hände und Ellenbogen, Knie und Zehen und vergiss nicht die Nagelhaut. Eine super dicke Zitronencreme, randvoll mit reichhaltigen Zutaten, um trockene Stellen unter Kontrolle zu bekommen. Also für mich war es wirklich einfach nur für die Nägel gedacht, für die Nagelhaut. Deswegen habe ich mir das direkt auch einmal nochmal klein abfüllen lassen. Muss ich übrigens nicht bezahlen und hatte auch nicht von meiner Creme genommen, sondern von einem Tester. Damit ich mir das einfach in die Handtasche machen kann, weil ich habe neulich schon mit meiner Freundin darüber gesprochen, ich lasse mir jetzt immer die Nägel machen und habe aber das Gefühl, dass meine Nagelhaut nicht richtig gepflegt wird. Und deswegen habe ich mir das gekauft und es riecht halt unheimlich gut und auch lange. Also, ja, also brauche ich euch jetzt nicht vorriechen, ihr riecht ja eh nicht. Genau, und das war's. Und wie gesagt, die Preise habt ihr schon gesehen, habe ich euch eingeblendet. Und dann habe ich mir noch als Pröbchen, da darf man sich ja dann immer was aussuchen, eine ganz normale, schnell einziehende Handcreme geholt. Helping Hands nennt die sich. Ich habe noch nicht dran gerochen, noch nicht probiert, weil einfach dieses Ding so schwer aufgeht, dass man sich die Finger bricht dabei. Ich krieg's nicht auf. Also es wird wahrscheinlich schlecht werden, weil ich es nicht aufkriege oder ich werde Markus fragen. Aber
Es geht einfach nicht auf. Dann haben wir es eigentlich auch schon geschafft. So viel war es jetzt gar nicht, ne? Aber ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß und es war mal was anderes, auch mal ein Haul in der Form von mir zu sehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Ansonsten guckt doch mal in meinen anderen Videos vorbei, wenn ihr mich noch nicht kennt oder noch nicht abonniert habt, abonniert mich. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder und ich wünsche dir noch einen schönen Resttag. Bei mir ist schon dunkel und sehr spät. Ja, genau. Also, bis dann. Tschüss.